Hallo, heute geht es um die F443N von Philips. Dies ist einer der ersten 25 Watt Leistungspentoden für die NF-Verstärkung. Dies ist der Nachfolger der F443, welcher ungefähr 1931 entwickelt wurde. Die F443N ist der Nachfolger von ungefähr 1933 und der Unterschied zwischen diesen beiden Röhren ist, dass die 43N etwas leistungsfähiger ist und sie wurde spezifiziert für Gegentaktbetrieb und leistet dort ungefähr 41 Watt Leistung im Gegentakt, während sie alleine nur für 25 Watt maximale Anodenverlustleistung ausgelegt ist. Eine kurze Zusammenfassung der Daten, also der Vergleichstyp von Valvo ist L497D. Es ist ein fünfpoliger Europasockel mit der üblichen Beschaltung. Das Bremsgitter ist ein Mittelabgriff vom Heizfaden, der natürlich im Europasockel der Kontakt für das dritte Gitter fehlt, wurde meistens bei direkt geheizten Röhren im Mittelabgriff des Heizfadens röhrenintern benutzt dafür. Ich sehe gerade, dass bei meiner Röhre noch ein Detail falsch eingestellt ist, weil ich habe diesmal die Videos falsch rum aufgenommen. Also der Test am Neuberger ist bereits erfolgt und das ist kein Hersteller Philips, sondern das ist Philips MiniWatt. Und um es ein bisschen mal zu spoilern, die Emission ist 84,5 Milliampere bei einer Anodenspannung von 300 Volt. Zwei ist auch 300 Volt. Und das Steuergitter ist minus 40 Volt. Damit funktioniert die Röhre sehr gut. Zu den technischen Daten machen wir heute ein bisschen chaotisch. Bei minus 40 Volt Gitterspannung soll sie bei 300 Volt Anodenspannung und 300 Volt Schirmgitterspannung 80 Milliampere liefern. Der 550 Volt Bereich kann ich nicht testen, da mein Neuberger nur 500 Volt liefert. Da aber, wie gesagt, die Röhre bei dieser Einstellung knapp 84,5 Milliampere geliefert hat, gehe ich mal davon aus, dass auch bei 550 Volt die Leistung entsprechend passt. Also die Röhre funktioniert sehr gut. Man sieht auch in der Kurvenchar, dass dort der Bereich der 25 Watt Anodenverlustleistung eingezeichnet worden ist, der nicht überschritten werden darf. Und die Röhre ist, wie gesagt, spezifiziert für maximal 550 Volt und schafft bei einer Steuergitterspannung von 0 Volt noch gut 200 30 Milliampere Strom, ohne diese Grenze von 25 Watt zu überschreiten. Ich habe sie jetzt betrieben bei minus 40 Volt, also ungefähr hier. Und sie lieferte noch bei 300 Volt die besagten 84 Milliampere, also war ungefähr hier. Und somit noch im Bereich, knapp im Bereich. Aber jetzt zu viel zu den technischen Daten, kommen wir mal zu den Bildern. Wie gesagt, die
Der Vorgänger ist 1931 entwickelt worden, die F443. Die Röhre ist sehr stark gegettert, was das Fotografieren etwas schwierig macht. Ich musste die Helligkeit vom Bild nachträglich ein bisschen hochfahren, um durch das Gitter durchzukommen. Deshalb ist das Bild, sind die Bilder ein bisschen unscharf geworden. Es war sehr schwierig, das zu fotografieren. Man sieht aber, die Röhre ist, wie gesagt, sehr massiv. Gleich kommt noch eine Gegenüberstellung mit der EL34. Das ist schon ein ordentlicher Klopper. Und man sieht auch, dass die Anode mit einer separaten Halterung am Quetschfuß befestigt wurde, um zu sicherzustellen, dass die Anode stabil bleibt und nicht bricht. Auch zu sehen ist natürlich der obligatorische Quetschfuß im alten Aufbau. Hier ist die Durchführung des Anodenanschlusses durch den Quetschfuß. Der Anodenkasten selbst ist wieder mit der typischen Stanzung versehen, um ihn selbst zu stabilisieren. Man sieht hier die punktgeschweißten Anschlüsse der Steuergitter und des Heizers. Da kommen wir gleich im Detail zu. Und natürlich der relativ massive Kolbendom mit der sehr starken Gitterung. Das ist die Röhre von der Seite. Hier sieht man nochmal den Anodenkasten, der an den zwei Halterungen eingequetscht ist. Ganz außen sieht man das Schirmgitter, das röhrenintern auf das Kathodenpotenzial gelegt ist, wobei das ist jetzt leicht gelogen. Das Schirmgitter ist an der Mittelanzapfung des Heizfadens angeschlossen. Hier ist der Pumpstutzen, also der Ausgang. Hier verläuft der Pumpstutzen. Das ist in die Kabel. Das ist eine Seitenansicht des Halterings. Hier ist die Verbindung von der Anode, die in den Pumpstutzen läuft. Da ist das Ganze von der anderen Seite. Man sieht noch leicht das Philips Miniwatt-Logo. Hier ist die Schraube. Nochmal zur Erinnerung, das Ganze ist in Handarbeit produziert worden. Das ist jetzt eine Detailaufnahme. Die internen Kabel sind teilweise durch Glashülsen voneinander isoliert. Das ist eine Seitenansicht vom Quetschfuß und von besagter Schraube. Welches Maß die Schraube hat, kann ich leider nicht sagen. Ich hätte jetzt mal so rein optisch gesagt, es kommt so in die Richtung M3. Von der Größe her, vom Gebinde. Das ist nochmal ein Versuch einer Detailaufnahme. Das ist das Anodenblech. Das ist eine Seitenansicht vom Anodenblech.
sowie der Punktschweißung auf den Halterungen. Hier ist nochmal eine Detailansicht des Verbindungsdrahtes von der Anode, also dem Anodenhalter, welche dann im Pumpstutzen verschwindet. Das ist nochmal ein Detail des Quetschfußes. Das System selbst zu fotografieren war sehr schwer, da, wie gesagt, von oben es nicht möglich ist, da das Gitter im Weg ist, und von unten war irgendwie alles im Weg. Insofern gibt es nur diese leicht unscharfe Aufnahme. Man sieht, wie gesagt, ganz außen das Bremsgitter, mittig ist das Schirmgitter und ganz im Inneren, hier ist die Kathode, also der Heizfaden, da es eine direkt geheizte Röhre ist, ist das Steuergitter. Hier ein bisschen noch von der Seite reingeschossen. Man sieht die Punktschweißungen. Das ist doch mal ein Versuch von unten. Hier ist die Anode, Entschuldigung, die Kathode ein bisschen besser im Bild. Das ist eine Detailaufnahme einer der Halterungen für die Anode. Das ist das Ganze nochmal von der Seite. Auch hier zu sehen ist das äußerste Bremsgitter. Nochmal der Anodenkasten. Das ist der Kolbendom, leider komplett verspiegelt. Das ist die besagte Röhre von oben. Man sieht nicht sehr viel mehr. Das sind die Überreste des Philips Miniwatt-Logos und der Typenbezeichnung. Man sieht noch ungefähr die F445N. Entschuldigung, 43 natürlich. Mit Brille wäre das nicht passiert. Und zum Schluss der 5-polige Europasockel. Wie gesagt, der Nachfolger dieser Röhre ist die EL60. Die EL60 wurde mit dem 9-poligen Loctalsockel ausgestattet, weil diese ist spezifiziert für maximal 800 Volt Anodenspannung, ebenfalls mit 25 Watt Verlustleistung, also Anodenverlustleistung. Und aus der EL60 ist direkt die EL34 hervorgegangen. Das heißt direkt, es ist dasselbe System. Der einzigste Unterschied ist, die EL34 ist im 8-poligen Oktalsockel. Das hier ist eine EL34 von Valvo. Und für die beiden Röhren, also EL60 und EL34, wird es ein eigenes Video geben. Voraussichtlich das nächste. Und ich erwähne sie jetzt hier nur nochmal, weil es der Nachfolger der besagten F443 ist. Gut, dann genug gelabert und kommen wir mal zum Prüfen der beiden Röhren.
15.50 Uhr am 28.09. zur ungewohnten Röhrenstunde am Nachmittag prüfen wir jetzt die F443N von Philips Miniwatt. Als Größenvergleich steht jetzt die EL34 von Valvo daneben, welches der Nachfolger oder einer der Nachfolger der F443N ist, mit einer ähnlichen Anodenverlustleistung von 25 Watt. Aber die EL34 ist bis 800 Volt Anodenspannung spezifiziert, während die F443 nur in Klammern für 500 Volt spezifiziert ist. Dazwischen liegen ungefähr 10 Jahre Entwicklung. Also die F443 ist ungefähr 33 entwickelt worden, der Vorgänger, die F443, ungefähr 31 und die EL34 ist kurz nach dem ersten Atom im Zweiten Weltkrieg entwickelt worden. Als EL60 im neunpoligen Loktalsockel, aber zur EL34 und EL60 wird es ein eigenes Video geben. Heute geht es rein nur um die F443N, welche eine Europasockelröhre ist und somit wieder das alte Drama beginnt. Steckt die Röhre rein. So. Der Neuberger wird wie immer beschaltet. Im Modus V wie Verstärkerröhre, XX, Messbereich 300 mA für das Ampermeter, wobei ich habe mein digitales Ampermeter eingesteckt. Die Beschaltung der Stifte ist klassisch. Die Heizung ist auf 1 und 3. Die Anode ist auf Stift Nummer 2. Das erste Steuergitter ist auf Stift Nummer 4 und natürlich negativ. Das zweite Steuergitter, also das Schirmgitter, ist auf Stift Nummer 5 und natürlich positiv. Als Heizspannung, erstmal. Ups, da war die Regel verletzt, immer alles auf Null stellen, weil sonst besteht die Gefahr, dass aus der Röhre eine Blitzröhre wird, weil nämlich die Spannungen noch falsch eingestellt sind. Ach je. So, und jetzt klappt es auch mit der Prüfung der Heizspannung für die Heizung. Die Kontrolllampe ist an, also die Röhre hat Durchgang. Ich brauche 4 Volt. Bin jetzt im 4 Volt Bereich. Die Spannung muss ich eh gleich wieder nachregeln, weil natürlich die Röhre Strom zieht im Betrieb, ungefähr 2 Ampere bei 4 Volt. Ich brauche minus 40 Volt für das Steuergitter. Das heißt, ich gehe jetzt in den 50 Volt Bereich. Die 50 Volt Skala ist ganz oben. Ich stelle jetzt hier 40 Volt ein. Dasselbe auch für das Steuergitter. Das geht in den 300 Volt Bereich. Ich bin jetzt hier in der 500-Volt-Skala. Das ist die zweite von oben. Bin im 300-Volt-Bereich schon zu hoch. Das heißt, ich halte jetzt hier eins runter auf die 250-Volt-Bereich. Bin trotzdem noch in der 500-Volt-Skala.
und kann jetzt hier 300 Volt einstellen, wenn der Fokus mitspielt. Ja, 300 Volt Gitter 2. Und ich brauche 300 Volt in der Anode. Die tue ich prophylaktisch in den 300 Volt Bereich stellen. 250, 300. Weil die wird am meisten einbrechen, weil es wird voraussichtlich 80 mA Strom fließen. Regeln wir diesmal knapp auf die 300 Volt. Komme ich jetzt nicht mehr hin, weil der Bereich schon zu hoch ist. Aber ich lasse es jetzt stehen auf dem ungenauen Wert, weil wie gesagt die Spannung bricht eh ein und muss nachgeregelt werden. Insofern werden jetzt die Spannungen alle eingestellt. Ich brauche noch das Ampermeter. So, dann schauen wir mal, ob die Röhre funktioniert. Bis jetzt kein Kurzschluss. Wie ich schon gesagt habe, die Heizspannung ist eingebrochen. Ich komme nicht mehr ganz auf den 4 Volt Wert. Das heißt, dass ich jetzt die Heizspannung auf den Linksanschlag, auf den kleinsten Wert stelle in dieser Erstellung und schalte auf den 4,3 Volt Bereich, 6,3 Volt, Entschuldigung, und regle jetzt wieder hoch auf 4 Volt Heizspannung. Hammer. Kontrollieren wir nochmal das Steuergitter, das ist 40 Volt und 300 Volt G2 und ungefähr 320 Volt Anode, die aber gleich einbricht, wenn ich jetzt die Spannung den Strom fließen lasse. So, zu Gitter 1 gibt es auch keinen Kurzschluss. Gitter 2 gibt es nicht. Gitter 3 natürlich auch nicht. 4 auch nicht. Kurzschluss zur Anode gibt es auch nicht. Und dann jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. End of the line. Okay, es fließt schon mal Strom. Knapp 69 mA. Aber die Spannungen der Anode sind noch falsch. Wir brauchen, wie gesagt, 300 Volt. Das tue ich jetzt nachregeln. Dasselbe auch beim G2, wird auch auf 300 Volt eingestellt, möglichst exakt. Anode ist wieder ein bisschen eingebrochen. Das ist der Nachteil vom Neuberger, da es wie gesagt keine Regelung gibt, also automatische Regelung, muss ich die Spannungen halt immer manuell nachregeln. Sind beide ungefähr auf dem richtigen Wert. Steuergitter ist auf minus 40 und die Heizspannung ist, wenn der Fokus mitspielt, auf 4 Watt. Und ich habe 84 knapp 83,5 mA Anodenstrom bei 300 Volt Anodenspannung. Und das ist das, was im Datenblatt steht, nämlich bei minus 40 Volt habe ich ungefähr 80 mA.
bei 300 Volt Anode und Gitter 2. Somit ist die Röhre funktionsfähig und zwar sehr gut. Was fehlt noch, nämlich die obligatorischen Nachtbilder. Und die Röhre leuchtet nur sehr dunkel. Ich schalte mal das Ampermeter aus und decke die Kontrollleuchte ab. Jetzt fehlt mir irgendein. Man sieht ganz schwach die Heizfäden. Die Röhre leuchtet nur sehr dunkel. Es gibt leider jetzt kein richtiges Stimmungsbild. Schauen wir mal mit Hilfsbeleuchtung. Von der Seite ist ein bisschen mehr zu sehen. Aber wie gesagt, die Röhre ist sehr stark gegettert, insofern ist wenig bis nichts zu sehen. Gut, das war im Prinzip jetzt die Vorstellung der F443N und das Prüfen. Wie gesagt, die Röhre liefert ungefähr 84,5 mA bei 300 Volt gemäß Datenblatt. Wird auch gut heiß, also man merkt schon die 2 Ampere Heizspannung und natürlich die Verlustleistung der Anode und das Brummen des Neubergers. Zum Abschluss ein Tatütata und eine vorbeifahrende Tram. Danke für die Aufmerksamkeit und bis in die nächste Woche. Dann wahrscheinlich mit dem angekündigten Video zur EL34 und EL60. Bis dahin, tschüss.